Werder und der FSV Mainz 05, es passt einfach irgendwie nicht. Vergangenen drei Heimspiele hat Werder nun allesamt verloren, nicht mal ein Tor dabei geschossen. Heute gab es ein 0:2. Anfangs sah es noch ganz gut aus. Erste halbe Stunde sah, ja, wie gesagt, gut aus. Romano Schmid vor allem hat sich da hervorgetan, unheimlich die Fäden gezogen, viel initiiert. Was fehlte, war das Tor. Marvin Ducksch hätte schon direkt in der ersten Minute treffen können. Wenig später gab es noch mal eine Kopfballchance. Es sollte nicht sein. Und dann kam diese ominöse 36. Minute. Einer der wenigen, wenn nicht sogar der erste Angriff überhaupt der Mainzer. Und gleich war er drin. Amos Pieper kam dann ein bisschen zu spät in der Mitte, nachdem es viel zu schnell über die rechte Seite der Bremer ging. Beziehungsweise der Mainzer ging über die linke Abwehrseite der Bremer. Und ja, so stand es 0:1. Und davon hat Werder sich nicht mehr so richtig erholt. Je länger das Spiel dauerte, desto weniger gab es von der Mannschaft zu sehen, desto umständlicher wurde es. Oder wie die Spieler danach gesagt haben, es wurde immer ungenauer. Und dadurch hat es dann am Ende auch nicht gereicht, um noch ja, irgendwas zu holen. Stattdessen gab es noch den zweiten Gegentreffer. 0:2. Und das Ding war durch. Und ja, am Ende dann die große Enttäuschung. Wir haben lange versucht, noch mit Spielern zu sprechen. Es haben sich wenige gestellt. Niklas Füllkrug hat abgewunken. Amos Pieper hatte keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Es waren dann letztlich zwei, die noch geredet haben. Niklas Stark und Marco Friedl. Und ja, vor allem letzterer hat gesagt, unterm Strich muss man dann einfach sagen, wir haben das Ding hier heute völlig verdient verloren. Wir haben zu wenig gezeigt, gerade nach dem Rückstand. Und das ist diese ganz große Enttäuschung, die wahrscheinlich auch allen, die heute hier im Stadion waren, so ging. Dass Werder diesmal eben nicht zurückgekommen ist, nachdem das in der Saison halt schon so häufig geklappt hat. Aber diesmal eben nicht. Und am Ende gibt es eine 0:2-Niederlage, die alle ziemlich frustet, die alle ziemlich unglücklich macht. Ja, die Köpfe hingen ein bisschen. Auf der einen Seite, das sagte Marco Friedl eben auch, ist es ganz gut, dass man Mittwoch jetzt schon wieder spielt im Pokal gegen Paderborn. Man hat nicht allzu viel Zeit, jetzt drüber nachzudenken, was hier heute alles schiefgelaufen ist. Ole Werner, mit dem wir natürlich auch gerade eben gesprochen haben, sagte das Gegenteil. Es ist fast ein bisschen schade, dass man jetzt nicht die Zeit hat, dieses Spiel ausführlich zu analysieren. Werder braucht eine Reaktion am Mittwoch, ein gutes Ergebnis, vor allem dann natürlich in der Woche bzw. am Wochenende drauf gegen Freiburg, in Freiburg. Es wird auch alles andere als einfach. Werder verliert wieder mal zu Hause. Das ist jetzt schon die dritte Niederlage, die es in dieser Saison überhaupt gab und eben auch die dritte, die es überhaupt gab. Und ja, Werder muss da noch ein bisschen mehr bringen, definitiv. Gerade heute hat man es gesehen. Nachdem vieles in dieser Saison gut und für die Bremer gelaufen ist, war das heute eben nicht der Fall. Eine der schwächeren Leistungen, vielleicht sogar die schwächste überhaupt. Ole Werner hat trotzdem versucht, das Ganze jetzt nicht zu überbewerten. Er hat gesagt, es ist heute einfach mal schlecht gelaufen. Das Spielglück hat auch ein bisschen gefehlt. Natürlich werde man das aufarbeiten, aber so wie man vorher eben nicht mitgeschwommen ist, in dieser ganzen Euphorie, die ja durchaus um das Stadion herum herrschte, die Ersten haben schon ein bisschen von Europa geträumt, hat er gesagt, so wird man jetzt natürlich auch nicht alles ja, zerreden und verreißen. Man will weiterarbeiten und das sagte Marco Friedl auch, man will eben dieses große Ziel und das ist nichts anderes als der Klassenerhalt. Dafür die Punkte so schnell wie möglich holen, da darf ein bisschen Enttäuschung halt sein und vielleicht ist genau diese Enttäuschung dann der richtige Motivator und Antrieb, um dann eben am kommenden Mittwoch gegen Paderborn die Umkehr wieder zu schaffen und wieder erfolgreich zu sein. Wir sind auf jeden Fall dabei, macht euch trotzdem ein schönes Wochenende, am besten auf dem Freimarkt, da kann man ja vielleicht ein bisschen was vergessen, was heute im Stadion nicht so gut gelaufen ist. Bleibt gesund und respektvoll.